Boom, what to do YouTube? Wir sind wieder zurück mit einem neuen Video, okay? Wir sind on stream, mein Chat hat Bock, ich habe Bock, denn wir haben heute was Neues, okay? Und zwar habe ich mir überlegt, dass wir eine Tierlist zu den viralsten Musikvideo von den TikTokern aus Deutschland erstellen und die dann ranken, okay? Ich habe eine schöne Tierlist erstellt und gemeinsam mit meinem Viewer werden wir dann gucken, wie wir die einzelnen Musikvideos dann ranken werden. Achso, noch zu erwähnen, folgt mir bitte gerne auf Instagram. Ich werde es hier irgendwo einblenden. Ja, Instagram folgen. Ich würde euer Herz küssen, wenn ihr es machen würdet. Wir müssen die 50.000 dieses Jahr irgendwie erreichen und das schaffst du nur mit eurer Hilfe. Und lasst gerne ein Like, Abo oder ein Kommi zu diesem Video da, wenn es euch gefallen hat. Wie gerade beschrieben, habe ich hier die Tierlist gemacht. Und zwar ranken wir das Ganze so, dass stark das Beste ist, danach gefolgt geht klar, danach kommt Gänsehaut, das ist also naja, dann kommt die Gänsevorhaut, nach dem Motto, muss man sich nicht geben. Und die Vorhaut hat eine Gans für absolut geht gar nicht. Absolut geht gar nicht. Okay? Gut, das erste Lied, womit wir starten, beziehungsweise das erste Lied, was wir bewerten, wird Tupac wird erschossen von, wie heißt der Bruder? Darwin, glaube ich. Genau. So, okay, mal sehen, wie es wird. Ich bin gespannt. Bruder, welcher... Bruder, das ist einfach mein Onkel aus Afrika, Digga. Tupac wurde erschossen. Biggie wurde erschossen. X wurde erschossen. Pop Smoke. Tupac wurde erschossen. Biggie wurde erschossen. X wurde... Er hat es überlebt, Digga. Er ist nicht gestorben. The sky is dead. Was sagen wir? Wo ranken wir den hin? Stark? Also, ich würde sagen, der kommt hier unter den unteren drei, wird er nicht kommen, der Darwin mit Tupac wurde erschossen. Stark oder geht klar? Ist schon stark, weil, Chat, dieses Lied hatte einen Hype gehabt, das war krank. Gut, Chat, das nächste Lied ist allein von der Landverbands Kinder- und Jugendfilm Berlin? What? Singen da Kinder? Vertrauten und spreche ihn an. Ich fühle mich alleine, ich hab keinen mehr. Sich Hilfe zu suchen ist gar nicht so schwer. Warte mal, was? Ey, Chat, was habt ihr mir für ein Video hier reingeschickt? Spreche ihn an. Ihr Leben war so schön, doch dann fing die Geschichte an. Mit ihren teuren Ketten schien sie ziemlich arrogant. Sie lief täglich durch den Park und sie zog die Blicke an. Jeder Junge wusste, dass er sie nicht haben kann. Auf einmal kam ne Gang und sie riefen, komm mal her. Sie denkt sich nichts dabei und sie geht immer näher. Sie hatte das Gefühl, das stimmt doch etwas nicht. Auf einmal bekam sie einen Schlag in ihr Gesicht. Zwar hielten sie fest, sie war voll am Schreien. Dich kann keiner hören, Mädchen, du bist ganz allein. Einen Hat sie gerade dich kann keiner hören, Bitch, gesagt? Nimmt eine Flasche, kippt sie ihr übern Kopf. Ein Mädchen kommt von hinten und zieht ihr dann am Zopf. Ein anderes Mädchen filmt ein... Was war das für ein Voice Crack? Ein anderes Mädchen. Alles mit, wie sieht sie beschwinderes Mädchen hinten und zieht ihr dann am Zopf. Ein anderes Mädchen filmt alles mit. Filmt alles mit? Sie beschmieren mit Lippenstift. Es hat 1,8 Millionen Aufrufe. Also das Lied allein, wo kommt es hin? Also ich sag mal so, dadurch, dass es Kinder sind, ne, würde ich nicht die Vorhaut hat eine Gans machen. Aber es hat mir schon Gänsehaut gegeben, ne? Also dadurch, es sind Kinder, ich sag mal so, die Reime haben gestimmt und dadurch, dass Kinder sind, ich hätte es auf Gänsehaut gestuft, ich bin ehrlich. Also geht klar, okay Chat, wo packen wir es hin? Also ich hätte Gänsehaut gesagt, ich pack's zu Gänsehaut. Gänsehaut, ich sag so, also schon hart Gänsehaut, bin ich ehrlich, also. Okay gut, nächstes Lied. Ist von meinem schwarzen Bruder Salem Muntari und zwar Aram Samsam. Aram Samsam, Aram Samsam. Ich meine Jungs, bam, bam, bam. Und Leute, ich sage ihr Finger weg von meinem Poppy. Sie dreht sich im Kreis, so wie Lotti Karotti.
Salim Muntari mit Aran Samsam. Okay? Also ich glaube, Chat, da brauchen wir brauchen da nicht irgendwie zu diskutieren. Das kommt so stark. Das nächste Lied, das kommt, ist von 24 Tim Bling Bling. Das Ding an diesem Lied ist, ich habe das mir noch nie angeguckt, das Musikvideo, geschweige denn das Lied angehört. Okay? Ich habe nur immer kurze Sachen auf TikTok gehört und was ein Shitstorm war und sonst irgendwas, ne? Also anscheinend ist heute der Tag, wo ich mir dieses Lied das erste Mal, ja, geben werde, beziehungsweise das Musikvideo. Ihr spammt dann wieder Dobius oder R rein, dann ranken wir es danach, okay? Let's go. Aber ich glaube nicht, dass es so schlimm sein kann, wirklich. Deutschland übertreibt, glaube ich, einfach nicht. Steh auf Bling Bling, Cappy Ralph Lauren, Farbe Pink. Bro, ich bin 24 Tim. Mhm. Ein Kilo später 48. Kommentare fake. Fingernägel gold, steh auf Bling Bling. Hier mit deinem Dick, Community strong. Na, das ist zu viel. Chat, wenn wir das nicht. Die Vorhaut hat eine ganz einordnende. Also, das. Bruder. Erstens, der Bruder, vom Text her und... Bro, ich wünschte, ich könnte die letzten 5 Minuten einfach aus meinen Gedanken löschen. Das nächste Lied, was wir uns angucken werden, ist von wieder Davin. Ich bin ein Digger. Bruder, ich bin jetzt gespannt einfach auf das Lied. Digger und bleib ein Digger. Egal was du machst, ich bleib ein Digger. Er meint damit, dass er ein Nick... Na, Bro, wofür kostet deine Hautfarbe so? Also statt, ne, sagt er halt Digger. Bro ist 45 und macht sowas. Wenn es irgendwelche ADHS-gestörte Jugendliche machen, sag ich, okay, die werden noch erwachsen werden und es bereuen. Aber der Bruder hat ja nicht mal diese Phase zu bereuen. Bleib ein Digger, egal was du machst, ich bleib ein Digger. Heute Digger, morgen Digger. Ich mag meine Geschäfte ganz Digger. Die Bullen sind hinter mir, als wäre ich ein Täter. Ich gewährt, werde ich zum Jäger. Meine Beute sind die Mega Bitches, nicht Witches, oh no God, Digger. Chat, wisst ihr, woran ihr merkt, dass es richtige Tonton-Gestalten sind, Chat? Guck mal, eine BBW-Woman hier hinten, Digger. Jeder einzelne, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, die haben alle in ihr reingedippt. Zu 1000%! Also, es ist schon. Bruder, es ist nicht so schlimm wie Bling Bling. Aber schon Gänsevorhaut, dass er mit seinen 45 Jahren sowas macht, Bruder. Das nächste Lied ist, glaube ich, das neueste Lied sogar im Ding. Das nächste Lied ist das neueste Lied. Ja, und zwar von Barello. Meine Freundin geht mir fremd. Meine Freundin, sie geht fremd. Meine brennt mit meinem Freund. Chat, was sagen wir dazu? Dobby oder er? Gib mir ein Join. Ein paar Klicks Opfer. Und sie hat nur dolle Titten und kein Riesen. Meine Freundin geht mir fremd. Mein Herz brennt. Wo packen wir es hin vom Barello? Gänsehaut, Gänsevorhaut. Gänsehaut, Gänsevorhaut. Die Vorhaut hat eine ganz... Echt jetzt? Die Vorhaut hat eine ganz... Findet ihr so schlimm? Ja, aber eigentlich, der ist auch wack eigentlich, bin ich ehrlich. Okay, dann die Vorhaut hat eine ganz, dann packen wir ihn dorthin. Und zwar heißt es von Hassan, was? Tayal? Lahon? Ich weiß. Er ist der falsche Typ, dass er so etwas rappt und Waffen hat und sonst irgendwas. Der sieht aus wie der BWL-Student, den jeden ausnutzt, damit er durch die Prüfung kommt. Und der hat dieses Lied gemacht? Der Beat ist krass. Der Beat ist wirklich krass, muss man sagen. Was für stark. Niemals. Nein, Chat, als ob stark. Übertreibt man nicht. Mit geht klar kann ich mich anfreunden. Geht klar nehme ich noch an, aber stark nicht. Stark auf gar keinen Fall. Ihr könnt mir nicht sagen, dass ihr das zum Beispiel mit einem Aras-Ensemble oder Tupac Wood erschotzen irgendwie vergleichen könnt. Auf gar keinen Fall, Chat. Da mache ich auch keine Abstimmung. Chat, das nächste Lied ist auch wieder von einem schwarzen Bruder. Und zwar heißt es, also es ist vom Bovan, Schuhschnecke, wie geht's? Ich habe von dem Lied zwar gehört, aber es mir noch nie angehört. Schuhschnecke! Wie geht's?
meine Jungs sind dabei und wir stehen an der. Okay, der hat diesen französischen Flair mit reingebracht. Bruder, dafür hat Malcolm X und Martin Luther King nicht gekämpft. Was ist das? Es hat doch so gut eigentlich angefangen. Also, Bovan mit Schuhschnecke, wie geht's, Chat? Wo packen wir den hin? Ich hätte geht klar gesagt, aber mit diesen Schuhschnecke hätte ich wirklich Gänsehaut. Gänsehaut. Gänsehaut oder Gänsevorhaut, Chat? Gänsevorhaut? Ja, okay. Das vorletzte Lied, was wir uns angucken werden, ist von Ehrenmarius wie gewohnt. Also, wie gesagt, das Lied wurde... Ich hab's mitbekommen, dass gedroppt wurde, aber ich hab's nie angehört. Deswegen, heute ist auch der erste Tag. Das ist in Frankfurt! Ah, oh, Junge, Juicy Hosen. Wie gewohnt! Stufe mit Cheeseburger rein bis zum Tod! Was willst du mir sagen, du dummer Idiot? Gibt's auf der Party nichts zu essen, muss ich los! Muss ich los! Wie gewohnt! Stufe mit Cheeseburger rein bis zum Tod! Was willst du mir sagen, du dummer Idiot? Gibt's auf der Party nichts zu essen, muss ich los! Muss ich los! Wie gewohnt! Bin ich grad am Drive-In von McDonald's. Bin kein Auto, doch ich rolle und wieg fast eine Vierteltonne. Du willst mir erzählen, Bro hat wirklich vor McDonald's ein Musikvideo gedreht? Ich sag euch ehrlich, dieses Lied will ich mir nicht mal weiter anhören, Bruder. Aus dem einfachen Grund, der Bruder hat schon Gewicht und dann frisst er da einfach noch mehr Maggis und sonst irgendwas. Digga, damit animiert er... Nee. Also, die Vorhaut hat eine Gans, die von einem Piraten geklaut wurde und weiterverkauft wurde an Kannibalisten. Wow. Okay, Chat, wir kommen jetzt zum letzten Lied. Und zwar, und ich zock den ganzen Tag von Yamo TV. 8,7 Millionen Aufrufe, dann muss es gut sein. Da muss es gut sein. 8,7 Millionen, Chat, das ist hart. Ist das Kind? Bruder, willst du mir sagen, das Kind singt das jetzt? Dadurch, dass es ein Kind ist, will ich mit der Bewertung auf jeden Fall nicht zu streng sein, ne? Gänsehaut. Es ist, glaube ich, okay. Also, wie gesagt, das sind ja TikToker. Die Lieder müssen ja nicht gut sein. Die müssen ja nur Aufrufe machen und die machen auch Aufrufe. Und das ist die Hauptsache für die. Die müssen ja nicht mal gut sein auf denen, aber ne. Wir sind auf jeden Fall jetzt beim Ende vom Video gelangt. Es würde mich freuen, wenn ihr dem Ganzen ein Like, mir ein Abo und einen Kommentar auch noch zu diesem Video gebt. Wenn ihr auf den Discord draufkommen wollt, gerne den ersten Link in der Bio anklicken. Und ja, will ich gar nicht so lange rumreden. Danke fürs Einschalten und wir sehen uns zum nächsten Mal. Wie gesagt, 500 Likes, kommt ein Part 2. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis zum nächsten Video. Gra. Boom.